Hallo ihr, jetzt ist 19 Uhr. Wir waren jetzt 6 Stunden unterwegs in Donauwörth. Wir haben nur kurz was abgeholt dort, also nichts Besonderes gemacht, aber immerhin waren wir jetzt 6 Stunden im Auto unterwegs. Bei, naja, 30 Grad oder sowas war es meistens so. Es war ziemlich jetzt anstrengend. Ja, wir sind jetzt alle müde. Der Drolli ist total erschöpft und müde. Na, Schatzi? Ja, genau. Schlaf jetzt, mein Schatz. Ja. So süß. So, die Madame ist auch müde, ne? Und erzähl mal, was du da gemacht hast, ne? Mir ging's heute irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich der Finja das runtergenommen, ihren Trichter, und hab den vergessen wieder drauf zu tun. Und naja, dann hat sie es natürlich ausgenutzt. Das waren nur ein paar Sekunden. Sie hat es ausgenutzt und hat sich das natürlich wieder aufgebissen. Jetzt will sie es nicht zeigen, ihre Wunde. So, hat sie sich wieder da ein bisschen blutig gebissen. Jetzt habe ich es gerade vorhin schon eingeschmiert. Naja, jetzt tue ich es auf jeden Fall nicht mehr runter. Ne? Madame, dafür könnte ich ihr den Popo versohlen, dass sie das wieder aufgeknabbert hat. Das war so viel Arbeit, das jetzt zuzubekommen, einigermaßen so hinzubekommen. Naja, jetzt kriegt sie erstmal noch ihre Tabletten. Und dann gehe ich nochmal kurz mit der Finja raus. Und dann, glaube ich, werden wir uns mal hinhauen. Weil das war jetzt wirklich ziemlich anstrengend, so eine lange Fahrt nach Donauwörth. Naja, also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch und dann eine schöne Nacht. Danke.